Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die einen haben einen etwas kleineren und die anderen einen etwas größeren Stapel. Ich gehöre definitiv zu den Menschen, die einen etwas größeren Stapel haben. Und das Fatale an der ganzen Geschichte würde ich sagen, dass sich bei mir diese Bücher sogar auch noch zwischen den gelesenen Büchern tummeln. Wie der eine oder andere jetzt bereits mitbekommen hat oder vermutet, möchte ich heute über meinen Stapel ungelesener Bücher, kurz Sub auch genannt, sprechen. Ich möchte diesen Sub so ein bisschen angehen, nicht weil er mich stört, weil er so groß ist. Ich bin eher der Typ, der das eigentlich mag, dass er eine gewisse Anzahl von Büchern da hat, auf die er zurückgreifen kann, je nachdem, auf was ich Lust habe, habe ich einfach ein paar Bücher da. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass einige Bücher tatsächlich sehr, sehr lange bei mir ungelesen rumstehen und ich gerne diese Bücher angehen möchte, damit sie eine Chance haben, gelesen zu werden und ich nicht immer sagen muss, nein, das habe ich noch nicht gelesen oder nein, das habe ich auch noch nicht gelesen, wenn so Gäste bei mir da sind und fragen, wie ich dieses Buch gefunden habe. Bei dem Kampf gegen den Sub hat man ja nun tatsächlich viele verschiedene Möglichkeiten, diesen zu verkleinern. Man kann ihn Stück für Stück einzeln abbauen und versuchen auch immer wieder ältere Bücher, die schon eine Weile auf dem Sub liegen, abzubauen, oder man versucht es ein Stück weit in eine Challenge zu packen. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass dadurch so ein bisschen der Anreiz steigt und man auch so eine gewisse Durchmischung seines Subs erreicht. Und ich habe mich diesbezüglich bei der lieben Sarah vom Kanal Bookmarket, ich verlinke euch gerne ihren Kanal nochmal unten in der Infobox, inspirieren lassen. Und zwar hat sie bei sich auf ihrem Kanal die Videoreihe Die Rache des Subs. Ich möchte meinen Sub auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise abbauen, weil ich einfach die Idee großartig finde und ich tatsächlich auch ihre Videos in dieser Videoreihe sehr, sehr gerne gucke und ich das auch immer wieder spannend finde, wie ob sie die Bücher geschafft hat, bis zu ihrem Ziel zu lesen oder ob sie es tatsächlich aussortieren muss, das Buch. Und so ähnlich möchte ich ebenfalls meinen Sub den Kampf ansagen, um ihn auch tatsächlich ein wenig kleiner zu machen, aber auch um das ein oder andere Buch tatsächlich auf meinem Sub entdecken zu können bzw. endlich mal in die Hand zu nehmen. Bei der Identifizierung meiner Bücher, die ich von meinem Sub befreien möchte, kann ich ja wie die liebe Sarah nicht auf Neuzugänge Videos zurückgreifen, einfach weil ich diese Art der Videos nicht drehe. Was ich natürlich jetzt sehr, sehr glücklich finde, weil ich hätte sonst die Befürchtung, dass ich in dem festgelegten Zeitraum die Bücher nicht schaffen könnte oder werde. Und ich mich ja immer noch ein bisschen schwer tue mit dem Aussortieren der Bücher, aber das werdet ihr dann sicherlich auch gleich feststellen. Und zwar habe ich mir als Alternative dazu überlegt, dass ich einfach erst einmal die Anzahl der Bücher durch Würfeln bzw. eines Zufallsgenerators ermittle und den Zufallsgenerator stelle ich ein zwischen 1 bis 6 und damit hätte ich erstmal die Anzahl der Bücher. Und danach werde ich, je nachdem, wie viel dann natürlich rauskommt, also wenn da die 2 rauskommt, werde ich wieder einen Zufallsgenerator anschmeißen und mir jeweils 2 verschiedene Zahlen ermitteln lassen und diese Zahlen repräsentieren dann das Buch auf meiner Liste. Ich habe angefangen, meine gekauften Bücher in einer Liste zu notieren. Damit wusste ich immer, welche Bücher habe ich gekauft und auch bereits gelesen. In den jeweiligen Jahren begonnen habe ich damit 2018 und das ist ungefähr 2 Jahre her. Aus diesem Grund und ich nicht eine ältere Liste habe, fangen wir einfach mit der Liste an. Und ich denke, das ist für mich eine gute Variante. Mir ist bewusst, dass natürlich auch 6 Bücher eine recht hohe Anzahl ist,
Aber ich habe ja immer die Chance, dass es auch mal nur ein Buch ist oder zwei Bücher bei diesem Verfahren. Und es setzt mich auch ein Stück weit unter die Motivation, dass ich diese Bücher endlich lesen möchte und dann vielleicht auch in diesem Zeitraum schaffen werde. Bei dem Zeitraum bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher. Ich schwanke so zwischen 3 bis 4 Monate, aber ich tendiere eher zu den 4 Monaten, einfach weil ich mein Leseverhalten kenne und ich weiß, was ich auch noch so nebenbei neben den Lesen einfach so tue. Und ich würde daher einfach sagen, dass ich die 4 Monate nehme und das sich für mich tatsächlich auch gut anfühlt, diese 4 Monate als die 3 Monate. Wenn ich dann natürlich merke, dass die 4 Monate ein zu großer Zeitraum ist, dann kann ich das ja immer noch anpassen, aber aktuell tendiere ich zu 4 Monaten. Bei den Büchern, die ich bis Ende der 4 Monate nicht gelesen habe, habe ich mich dazu erstmal entschieden, diese aus meinem Regal zu nehmen und auf einen separaten Stapel zu legen und dann zu entscheiden, was ich mit diesen Büchern mache, ob ich dann quasi nochmal eine zweite Runde mache und diese dann in einem kleineren Zeitraum nochmal versuche zu lesen und damit quasi wieder zurück in mein Bücherregal dürfen, dadurch, dass sie ja dann gelesen sind, oder ob ich sie dann nach diesem zweiten Zeitraum aussortieren möchte. Wie ihr seht, tue ich mich halt immer noch sehr, sehr schwer, Bücher auszusortieren, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich sie gekauft habe, dann möchte ich sie auch lesen. Aber im Endeffekt nützt es ja auch niemandem was, besonders mir nicht, wenn sie ja jahrelang ungelesen in meinem Regal stehen, einfach auch aus der Tatsache heraus, dass ja auch das eigene Interesse sich ändert, Geschmäcker sich weiterentwickeln und ich trotzdem immer ja die Bücher gekauft habe, weil ich Interesse daran hatte und deswegen möchte ich sie einfach zeitnah wie möglich lesen. Gut, dann fangen wir einfach mal an, damit das Video jetzt nicht so elendelang ist, weil wir müssen jetzt schließlich auch noch die Bücher heraussuchen. Habe ich jetzt mal hier meinen Zufallsgenerator aufgemacht und ich habe die Zahlen bei mindestens 1 eingetragen, bei maximal 6, weil das einfach die Anzahl der Würfelaugen ja auch einem Würfel ist und so für mich einfach einfacher ist, als jetzt zu würfeln. Und wir generieren einfach mal und herausgekommen ist die 4. Tatsächlich schon eine sehr, sehr große Zahl, aber ich denke, wenn ich jeden Monat ein Buch unterkriege, dann ist es ja bei 4 Monaten eigentlich irgendwie machbar. Schauen wir jetzt mal an, was meine Liste sagt und ich suche euch dann natürlich die Bücher heraus. Und zwar würde ich jetzt hier 3 eintragen, bei mindestens 1 und bei maximal 56. Wie komme ich jetzt auf die 56? Und zwar habe ich einfach die Bücher gezählt, die insgesamt noch ungelesen bei mir hier 2018 die bei mir 2018 eingezogen sind, aber bisher immer noch ungelesen bei mir rumstehen. Und dabei handelt es sich um 56 ungelesene Bücher. Und ja, also mindestens 1 und maximal 56. Dann generiere ich jetzt mal. Und es ist die 54. Das macht es ein bisschen einfacher. Da brauche ich einfach nur nach hinten gehen und 2 abziehen. Und es handelt sich um Dornen des Glücks von V.C. Andrews. Ich muss jetzt tatsächlich mal schauen, ob es sich dabei um den zweiten Teil dieser Reihe, weil es handelt sich ja um eine Reihe bei der Autorin, die ich hier habe. Und ich hole euch aber mal das Buch. Wie ich schon vermutet habe, ist Dornen des Glücks von V.C. Andrews aus dem Goldman Verlag tatsächlich der 3. Band der Reihe. Ich habe mir damals, weil ich so begeistert war von dem ersten Band dieser Reihe, der heißt Blumen der Nacht, habe ich mir, so wie ich bin, halt einfach alle anderen Teile dieser Reihe gekauft. Und die stehen natürlich jetzt hier noch ungelesen bei mir und ist natürlich etwas schwieriger für die Challenge. Aber ich habe mir überlegt, dass ich, wenn ich eine Reihe ziehe und ich den ersten Band lese und ich quasi einen fortgeschrittenen Band ziehe in dieser Reihe, dass ich dann einfach nicht das Buch nehme, sondern den nächsten Band, den ich lesen müsste von dieser Reihe. Und dabei handelt es sich dann um Wie Blüten im Wind. Ich weiß tatsächlich nicht, was
in diesem zweiten Band passiert. Ich hatte mir auch noch nicht den Klappentext durchgelesen, da ich ja mich auch ein Stück weit auch nicht spoilern möchte und ich mich gerne überraschen lassen möchte, was im zweiten Band noch passiert. Aber das wäre quasi mein erster Kandidat, den ich lesen werde oder möchte, um ja, meinen ersten Teil dieser Challenge zu erfüllen. Ja, wählen wir das zweite Buch von 4 Büchern aus und das ist die 17. Dann zählen wir mal 16, 17. Das ist Kafka und Verlies. Ich habe dieses Buch tatsächlich 2018 auf der Leipziger Buchmesse gefunden und gekauft. Ich war sofort ja, begeistert von der Thematik. Und zwar geht es hier um die Liebesbeziehung zwischen Kafka und Felice Bauer. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. War ich auch schon damals, als ich es gekauft habe, 2018. Und habe mich sehr gefreut, dass ich sowas gefunden hatte auf der Leipziger Buchmesse. Aber seitdem stand das ungelesen bei mir herum. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt schon in der ersten Runde quasi ja, bei mir gelesen werden soll. Dann suchen wir mal das dritte Buch heraus. Und das ist die Nummer 24. Und dabei handelt es sich im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Im Westen nichts Neues. Ich werde es mal für euch holen. Da haben wir Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque aus dem Kiwi Verlag. Ein Klassiker, den ich immer mal wieder, also immer schon mal lesen wollte und nach dem Video von der lieben Anne vom Kanal Literaturlärm, die das Werk ja auch, ich glaube, letztes Jahr oder schon vor 2 Jahren, aber ich glaube, es war letztes Jahr, vorgestellt hat und auch sehr, sehr begeistert davon gesprochen hat, war es nochmal in meine Erinnerung gekommen. Aber nichtsdestotrotz habe ich es trotzdem nicht gelesen und trotzdem steht es seit 2018 bei mir ungelesen im Regal. Und auch hier bin ich sehr froh über die Auswahl, weil es bisher sind es wirklich Themen bzw. Bücher, wo ich jetzt noch nicht dazu sage, oh Gott, dazu müsste ich mich jetzt zwingen oder motivieren. Bisher bin ich sehr glücklich darüber und mal sehen, was das letzte Buch ja für mich bereithält. So, waren wir bei der 24, sind wir jetzt bei der 26. Der Zufallsgenerator meint, ist sehr gnädig zu mir, dass ich nicht sehr ewig zählen muss. Zwei Markierungen nach unten sind Grausame Nacht von Linda Castiello. Ich hole euch mal das Buch und bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Ich habe euch mal Grausame Nacht von Linda Castiello aus dem Fischer Taschenbuch Verlag aus meinem Bücherregal geholt. Und bei der Heraussuche habe ich festgestellt, dass es sich dabei um einen 7. Band handelt. Und ich mich gerade tatsächlich frage, warum ich einen 7. Band bei mir stehen habe, obwohl ich noch nicht mal den 1. Band gelesen habe. Ich hoffe, dass das jetzt hier um auch den 1. Band handelt, weil mit dem 7. Teil würde ich jetzt ungern anfangen wollen. Deswegen nehme ich ersatzweise einfach den 1. Band. Falls es sich immer noch nicht um den 1. Band handelt, ich habe jetzt noch einen Band da. Ich schaue dann gleich nochmal nach, ob es tatsächlich da hier um den 1. Band sich handelt, dass ich dann ersatzweise einfach nochmal ein Werk ziehe und ich euch das natürlich in der späteren, beim Schneiden quasi nochmal einblendet, dass es sich tatsächlich um das 1. Band handelt und ich ansonsten ersatzweise ein anderes Buch gezogen habe. Aber hier die Zahl der Toten von Linda Castiello aus dem Fischer Taschenbuch Verlag. Soweit ich weiß, ist es eine Krimireihe um eine Ermittlerin, die im Umfeld der Amischen ermittelt und da entsprechende Mordfälle aufzudecken hat. Ich fand dieses Umfeld und sehr, sehr interessant und deswegen hatte ich mir den auch schon gekauft, aber ich hätte nicht gedacht, dass das schon 2018 passiert ist. Ich hätte gedacht, hätte ich tatsächlich 2019 gekauft, aber so kann man sich irren und so verschwimmen die
Buchkäufe nur so ineinander, was eigentlich zeigt, dass man ja seinen Sub tatsächlich immer mal wieder aufräumen sollte, meiner Meinung nach. Beziehungsweise ich jetzt tatsächlich auch wirklich tatkräftig angehen möchte und ich diese 4 Bücher, die ich jetzt hier herausgesucht habe, als Start wirklich sehr angenehm finde und ich denke, dass ich mir tatsächlich keinen besseren Start hätte wünschen können, weil es macht es mir tatsächlich etwas leichter, Bücher herausgesucht zu haben, die zum Teil ja sowieso in meinem Geist herumgeschwirrt haben, vor allem wie Kafka und Felice und Im Westen nichts Neues und die anderen Bücher tatsächlich auch da voll ins Schwarze getroffen haben, auch wenn sie jetzt nicht in meinen Kopf rumgespukt sind. Ich freue mich sehr auf die Bücher und bin sehr gespannt, auf was mich da eingelassen habe. Ich hoffe, dass es mir so gelingt, meinen Sub zu reduzieren und ich dadurch auch nicht mehr so viele Subleichen bei mir rumliegen habe. Weil ich meine, 2018, das sind ja jetzt mittlerweile auch schon 2 Jahre und vor 2 Jahren, jetzt um diese Zeit rum, war, glaube ich, auch die Buchmesse schon vorbei. Das heißt, also das Buch liegt definitiv schon 2 Jahre bei mir rum. Also jetzt mittlerweile schon 2 Jahre. Die anderen Bücher können ja noch ein bisschen jünger sein, je nachdem, wann ich sie im Jahr gekauft habe. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder sehr schade, wenn bei mir die Bücher so ewig rumliegen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr könnt mich vielleicht ja das ein oder andere Mal bei dem Kampf gegen meinen Sub unterstützen. Ich hoffe, dass bei euch der Sub vielleicht nicht ganz so groß ist, aber vielleicht könnt ihr mir ja auch gerne nochmal unten in den Kommentaren schreiben, wie bei euch der Sub so aussieht, ob ihr einen kleineren Sub habt oder doch etwa einen größeren Sub, so wie ich. Und vielleicht könnt ihr mir mal verraten, ob ihr von den 4 Büchern jetzt eins gelesen habt und mit welchen ich denn beginnen sollte. Und ja, ansonsten kann ich nur noch mal sagen, schaut auch gerne noch mal bei der lieben Sarah vorbei, wie der Sub bei ihr sich ab und an mal etwas rächt, wenn man das so sagen kann. Und ich finde das immer wieder spannend, vor allen Dingen, weil sie ja tatsächlich auch nie weiß, welche Bücher auf sie zukommen werden. Und ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie auch sie ihren Sub etwas unter Kontrolle bekommt, beziehungsweise einige Subleichen befreit und liest. Ansonsten kann ich euch jetzt natürlich nur noch einen schönen Tag wünschen. Habt schöne Lesestunden. Bis dahin. Tschüss.